Noch mehr KI, weil du hast echt zugeschlagen bei den KI-Themen. Da habe ich kurz. Das ist aber kurz. Es gehen ein paar davon aus, also in speziellen Mark Gurman, ich weiß jetzt nicht, wer das ist überhaupt. Ja, das ist einer von den großen Apple-Berichterstatter. Der weiß Okay. alles. Okay, also der geht davon aus, dass Apple intern selber behauptet, sie seien bei KI 2 Jahre hinten aus. Ja. Ich würde sogar das sagen, das ist wahrscheinlich eher 4 Jahre. Na, vor 4 Jahren hat es keine KI gegeben. Aber 2 Jahre klingt für mich schlüssig, ja. Ja, also da, man, wir haben eh in der letzten Episode auch schon drüber geredet, weil ich das mit Microsoft angeführt habe im Vergleich. Ja, ich springe da jetzt gleich nochmal hin, weil Microsoft diese Agenten, die kommen jetzt auch dann, die werden jetzt dann quasi freigeschalten, dass man die benutzen kann, diese Agents. Und da in den Artikel oder in den Blogbeitrag von Microsoft steht dann drinnen, Agents soll man sich so vorstellen wie die neuen Apps. Also das heißt, du kannst dir halt deine eigene App bauen für deine Anwendung dann. Kannst dann auch freigeben natürlich für andere. Aber das seien eigentlich dann Agents. Das heißt, du baust dir aufgrund deiner Daten deine Anwendung mit einem KI-Tool. Und das führt dann deine Tätigkeiten aus, die du von ihnen haben möchtest. Ja, und um da nochmal auf Apple Intelligence zurückzukommen, sowas erwarte ich mir dann zumindest in Ende 25, Anfang 26. Es wird wahrscheinlich mit dem Release von macOS mit dem zukünftigen Oktober 2026 werden. Sowas erwarte ich Also, mir eigentlich von die von die Automaten, die man sich im in macOS und im iOS konfigurieren genau. kann. Also das, DOE schon sehr mächtig sein. Also ich bin da in letzter Zeit ja, aber dazu das, übergangen, extrem viel zu automatisieren und zu aber du musst machen. es selber machen, du musst es selber bauen. Ja, aber bei den Agents musst du ja auch wissen, was du haben willst. Ja, klar, aber du redest ja mit denen. Ja. Das ist so Ja. wie bei, das ist so wie bei OpenAI, wenn du dein GPT zusammenbaust, du erklärst ja, das ist für die meisten halt viel zugänglicher als das andere. Ach so, okay, das wär in dem Sinne nachher, funktioniert das so, also anstatt dass ich mir da bei den Shortcuts einen Tanktracker zusammengeklickt Ja, habe, genau. den ich starte und der dann fragt, wie viel hast du getankt, was hat Ja, das gekostet, was ist der genau. Kilometerstand, und Und dann den schreibt er sagst mir du dann, in was der du machen. Tabelle, und Ja. da würde ich sagen, ich will einen textbasierten Tankautomaten, der bei jedem Aufruf die aktuelle Richtig. Tankvorgang in einer Excel-Tabelle Ja. ablegt. Genau, und dann kannst du sogar wahrscheinlich noch so weit gehen, dass du sagst, ja, mach mir da eine schöne Struktur dazu, mach mir das in Ordner, dass das schön gespeichert ist, mach mir da noch schöne Grafiken dazu und dann ist das, Microsoft kann das dann alles. Okay, ja, das so ist Also, schon cool. und da muss ich sagen, das ist halt, ich weiß auch, warum Microsoft natürlich so dahinter ist, da, weil Microsoft hat natürlich das Smartphone verschlafen. Ja, gut. Und Microsoft will nicht nur einmal das nächste verschlafen. Ja, die machen es, die verschlafen es ja nicht. Die sind ja da gut Na, dabei. In dem die Fall sind hat wirklich. Apple alles verschlafen. Viel verschlafen. Ja, ich meine, sie haben eigentlich das Witzige, Siri gibt es wie lange schon? Ja, genau. Die haben Siri ja. war eigentlich der erste, das war der erste Sprachassistent. Genau, ja. Und er hat nie richtig funktioniert. Gibt es jetzt seit. Was war es? iPhone 7? Siri wurde am 4. Oktober 2011 von Apple vorgestellt. iPhone 4S. iPhone 4S. Ja, das gibt es seit 13 13 Jahren. Jahren. Und das Ding ist verhältnismäßig nicht gescheit. Es ist verhältnismäßig nicht gescheit, ist er noch extrem freundlich ausgedrückt. Das Ding ist einfach schlecht. Also immer, du sagst jetzt fetzen Debat. Beschimpfe sie schon oft. Na, das tue ich prinzipiell nicht. Also ich beschimpfe keinen KI-Agent.
Oder kein Sprachassistent, weil der kann ja nichts dafür. Doch, ich beschimpfen. Ganz einfach, das ist einfach nur Frustabbau. Okay, ich hab nie wirklich einen Frust auf so ein KI-Tool oder so einen Sprachassistent. Aber bei Siri habe ich extrem viel Frust, weil die ist teilweise Siri wirklich nur dumm. Zum Beispiel, hey Siri, setz einen Timer auf 5 Minuten. Ja, weil mehr geht mit dem Scheiß nicht. Na, das geht. Ja, aber eben, das ist es, aber mehr geht ja nicht. Ja. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, bei Siri was Kompliziertes zu fragen. Ich würde schon auf die Idee kommen, nur weiß ich, dass es nicht geht. Aber wo es geht, ist bei ChatGPT. Da geht's. Da geht's. Also der ist echt cool. Der funktioniert ja wirklich gut, ja. Ja. Ja, okay. Da reinlabern macht Spaß. Mhm. Ja, das ist das. Da haben wir die Microsoft Agents auch abgefrühstückt schon.